Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister, was geht ab? Macht ihr heute Party? Ich mach heute Party. Ich mach heute Party. Machen Sie heute Party. Ich habe heute sehr, sehr Bock. Ihr habt die letzten beiden Schulstories so sehr gefeiert, dass ich jetzt einfach Schulstories Part 3 raushauen muss. Und an diejenigen, die die letzten beiden Male kommentiert haben, um das Suchti zu gewinnen. Dieses Mal suche ich mir einen aus in den Kommentaren, der am meisten kommentiert und supportet. Und der kriegt dieses Mal ein Fußball. Tut mir leid, die Kamera war kaputt. Und an die letzten Male, die ich mir ausgewählt habe, die haben natürlich ihr Suchti bekommen. Boah, Ahmad, echt danke für die beiden Suchtis. Sie schmecken mega lecker. Jo, Ahmad, danke für diese krasse Aktion. Wegen dir konnte ich auch mal eine Suchti probieren. Ihr habt letztes Mal gesagt, als ich euch gefragt habe, dass ihr noch schlimmere Schulstories wollt. Deswegen fackeln wir gar nicht lange um den heißen Brei. Dieses Mal wird in dieser Schulstory Sachen vorkommen, die echt nicht mehr normal sind. Wie ich fast gestorben bin, also wirklich, wie Knochen gebrochen worden sind. Viele Dinge werden heute passieren. Deswegen fangen wir direkt an. Zum Einstieg eine nicht so schlimme Story. Ein bisschen auf Lachkick am Anfang, damit ihr nicht sofort denkt, dass ich krank bin und abschaltet. Es war so, dass ich ein Mensch bin, der immer sehr viel Höhenangst hat. Deswegen einfaches Hasse auf irgendwelche Dinge zu gehen, die logischerweise hoch sind. Doch es kam der Tag, wo wir in den so coolen Kletterpark gehen mussten mit der Schule und ich sag euch so, wie es ist. Kletterpark werde ich nie in meinem Leben nochmal betreten. Geht da gerne hin mit eurer Familie und euren Freunden. Ich gehe da nicht hin. Auf jeden Fall alles schön und gut. Kurze, knackige Story. Ich will das jetzt gar nicht so weit ausholen. Ich habe mir alles angezogen, bin hochgegangen, musste einfach mitmachen, weil die Lehrer gesagt haben, ach, mach mit. Und alle haben gesagt, ich bin eine Pussy aus der Klasse. Ey, du Fetzer, geh doch einfach rauf. Jetzt sei nicht so ein Angst hast, bist doch schon fett, musst jetzt nicht noch Angst haben. Und dann dachte ich mir so, okay, ich will nicht blamiert werden vor den Mädchen. Ich war noch klein, wisst ihr, ich war ein kleines Kind. Hab meinen kleinen süßen Helm angezogen und bin raufgegangen. Wisst ihr, da gibt es immer so Stationen, die jeder absolvieren muss von Station zu Station. Und ich bin dann alleine losgegangen. Alle anderen haben mich überholt, aber ich war noch an der letzten Station. Hatte richtig Angst. Ihr kennt ja diese Seilrutschen, wo man so einmal runterrutschen muss. Ich hatte Angst, darauf zu gehen, aber habe es dann irgendwie gemacht. Das ist zurückgerollt, wenn man nicht ganz ankommt und wäre fast in der Mitte wie ein Fettsack, ein hängender Ball in der Mitte stecken geblieben. Aber hatte noch Glück und bin irgendwie ans Ende angekommen. Dann, als ich das Einfachste absolviert habe, die Seilrutsche, ist es passiert. Da war eine Wackelbrücke. Ich stand da eine halbe Stunde und wollte nicht weiter, bis dann irgendwann mal jemand kam von den Lehrern und auch an dieser Station vorbei musste. Und irgendwann mal habe ich es einfach gemacht. Bin auf diese Wackelbrücke gegangen. Und was ist passiert? Ich bin bei dieser Wackelbrücke einfach dazwischen gefallen, zwischen diese Wackelbrücke und bin zwischen diesen Wackelstufen stecken geblieben. Ich war ja so ein richtiger Ball damals. Ich hing da in der Luft eine halbe Stunde fast wie so ein Fetzer. Ich habe die ganze Zeit zu meinem Lehrer gerufen, bitte helfen Sie mir. Er hat mir nicht geholfen. Er hat gesagt, du musst das machen, du musst das machen. Ich habe es nicht gecheckt. Dann hatte irgendjemanden gerufen. Dann kamen diese Leute von Kletterwaldstation, haben gesagt, du musst das machen. Es hat nichts geholfen. Dann habe ich so meine ganze Kraft genommen, weil die wollten den Rettungsdienst rufen, damit die mich da rausholen. Dann habe ich meine ganze Kraft benutzt und bin einfach aufgestanden. Das war sehr, sehr peinlich. Alle haben mir zugeguckt, der ganze Jahrgang, wie ich einfach in dieser Kletterbrücke verstecke. Ich schäme mich bis heute. Emotional, damn it! Aber es sah sehr lustig aus, wie ein Fettsack in der Luft hängt. Die nächste Story, meine Freunde, ist genau verbunden mit dieser Kletterpark-Kacke. Und zwar ist es eine Story, wo ich fast ums Leben gekommen wäre. Kein Witz. Und das ist nur eine von zwei Stories, wo ich fast ums Leben gekommen wäre. Bei dieser Story war das so, dass ich mit einem Kumpel immer gespielt habe. Und mit diesem Kumpel habe ich mich irgendwann mal gestritten. Der ist auf so einer Burg hochgeklettert. Der stand oben dann auf dieser Burg drauf. Und ich stand unten. Und ich habe diesem Kumpel einige Beleidigungen zugerufen. Und irgendwann mal hat es meinem Kumpel nicht gepasst. Das ist jetzt kein Witz. Er hat ungefähr einen so fetten Stein genommen. Wirklich einen so fetten Stein. So fetten Charakter. Wirklich einen so fetten Charakter. Und wie man hat diesen Stein genommen, hat den von oben einfach auf meinen Kopf geschmissen. Einfach eiskalt. Waren aber ungefähr nur so 5 Meter, also fast gar nichts. Nicht mal 5 Meter, das waren so 3 Meter. Der Stein ist dann volle Kanne auf meinen Kopf geklatscht. Und ich hatte hier eine komplette Platzwunde, genauso wie hier. Falls man das sieht, ist eine Narbe, aber das ist noch eine andere Story, wie ich fast gestorben wäre. Mein ganzer Kopf war aufgespalten. Mein ganzer Kopf musste eingegipst werden, also umgewickelt. Der Arzt meinte, es war knapp, dass ich nicht geistig behindert geworden bin. Naja, vielleicht bin ich es ja geworden. Habt ihr ja gemerkt in den letzten Schulstories. Sie sind geistig behindert. Naja, Freunde, genug von diesen Stories. Kommen wir direkt zur Hauptstory, weil diese Story ist wirklich sehr, sehr brutal. Es war so, dass ich einen damaligen besten Freund hatte und dieser beste Freund aber auch gleichzeitig mein Mobber war. Das ist eine sehr, sehr eklige Konstellation, kann ich euch versichern. Das waren schlimme Schulzeiten.
aber auch lustiges. Dieser Schulfreund hat dann irgendwann mal arrangieren wollen, dass ich um die Ecke gebracht werde. Also, dass ich quasi einen Hals kürzer gemacht werde. Warum auch immer er das arrangieren wollte. Er war ein bisschen wie der Sohn vom Teufel. Auf jeden Fall hat dieser Freund es arrangiert, dass ein Mädchen mir schreibt. Und dieses Mädchen hatte einen Freund. Und ja, dieses Mädchen hat mir geschrieben, mir provoziert. Und ich bin direkt auf die Provokation eingegangen. Ich meinte, halt deine Fresse, wirst sehen und so. Ich hab's richtig Stress mit dir gemacht. Dieses Mädchen hat dann ihren Freund Bescheid gesagt. Der Freund ist dann zu mir gekommen in der Schule am nächsten Tag und hat mich bedroht und hat gesagt, Junge, noch einmal und ich hau dich kaputt und so. Und ich wollte mir das nicht gefallen lassen und hab dann so meinen Kumpel erzählt, dass ich am nächsten Tag mit einer Schere zur Schule kommen werde, damit dieser Typ nichts mehr gegen mich machen kann. Was hat dann mein damaliger Kumpel gemacht, von dem ich noch nicht wusste, dass er dem Mädchen Bescheid gesagt hat, dass sie mir schreiben soll? Der Kumpel hat dann dem Mädchen Bescheid gesagt, nochmal, ohne dass ich das wusste natürlich. Und er hat dann auch noch dem Jungen Bescheid gesagt, dass ich ihn angeblich mit einer Schere abstechen will. Er hat ihm einfach gesagt, ich will ihn mit einer Schere abstechen. Ich habe das dann mitbekommen, dass dieser Junge mich sucht in der Schule. Ich wusste, das war das Ende. Wenn er mich findet, war es das. Ich hatte überlegt, nach Hause zu gehen und war aber zu stur und bin dann in der Schule geblieben. Dieser Junge wusste, dass ich mit seiner Freundin einen Spanischkurs hatte und hat dann gewartet bei diesem Spanischkurs. Ich bin in diesen Spanischkurs in der Pause schon viel früher hingegangen, damit er mich nicht erwischen kann und saß schon in der Klasse beim Lehrer. Der Junge hat draußen gewartet und wollte mich einen Kopf kürzer machen, weil er gehört hat, dass ich ihn einen Kopf kürzer machen wollte, obwohl ich das nie machen wollte. Das war, die Schere war nur zur Verteidigung gedacht. Ich war ein fetter Junge, der eine Schere als Verteidigung benutzt hat. Ich wusste, dass in der 5-Minuten-Pause mein Leben zu Ende ist. Ich hätte natürlich in der 5-Minuten-Pause drin bleiben können, einfach wie ein normaler Junge, aber nein. Was habe ich gemacht? Ich dachte, der Lehrer wird mich beschützen, bin deswegen rausgegangen und der Junge stand da, ist direkt zu mir gekommen mit seinem anderen Freund, die angeblich beide Landesmeister im MMA waren. Anscheinend viele Leute schon die Nase gebrochen und so weiter. Ich hatte richtig Angst und dann kommt er und drückt er mich gegen die Wand. Vor allem. Der halbe Jahrgang hat zugeguckt, wie er mich gegen die Wand drückt. So wie, du willst das und das machen. Er sagt so zu mir, lösch die Nummer von meiner Freundin. Und ich so, ja, was willst du machen? Also lösch die Nummer von meiner Freundin. Was willst du mit deiner Schere machen, Junge? Junge, ich stech dich mit deiner Schere ab. Er war richtig sauer. Er hat mich so gewürgt und an die Wand gedrückt. Und dann hatte ich so gerade keine Luft mehr gekriegt. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich so, fass mich nicht an und so. Und dann habe ich einen Satz gedroppt. Wo er sein Leben verlieren wird. Kurz bevor ich ums Leben gekommen wäre. Lass mich los oder ich rufe die Kriminalpolizei. Er guckt mich so an. Er lässt mich los und fängt an zu lachen und der ganze Jahrgang fängt an, mich auszulachen. Keiner hat mich mehr ernst genommen. Er guckt mich so an und sagt, Junge, du bist so peinlich, ehrlich, geh einfach. Ich will dich nicht mal hauen, sagte. Und es wurde einfach zum Running Gag. Immer als ich gesehen wurde, hieß es Kriminalpolizei, Kriminalpolizei, Kriminalpolizei. Und das Krasseste daran ist, während der Junge mich an die Wand gedrückt hat, ist der Lehrer einfach dran vorbeigelaufen und hat einfach so getan, als würde er mich nicht sehen. Obwohl er es offensichtlich gesehen hat. Die Lehrer haben mich im Stich gelassen. Die wollten einfach, dass ich draufgehe. Das war schon hart. Und das alles nur wegen meinem besten Freund. Das war die dritte Story. Kommen wir jetzt zur vierten Story. Ich könnte so viele Stories erzählen, wie ich nicht mehr laufen konnte und ein Kumpel mich deswegen die Treppe hochtragen musste vor der ganzen Schule, wie ich fast von dem Dach gesprungen wäre. Aber das sind alles uninteressante Stories. Die sind langweilig. Deswegen kommen wir zu der letzten sehr kranken Story. Wir waren auf Klassenfahrt, wir haben alle geduscht und ich wollte immer als letzter duschen. Alle haben gesagt, ich stinke. Wieder der scheiß selber Hoodie. Der stinkt safe nach F***. Dann irgendwann mal habe ich gesagt, okay, ich gehe duschen, weil die alle gesagt haben, ich stink das ganze Zimmer voll. Die haben mich gezwungen, duschen zu gehen. Ich bin irgendwann mal aufgestanden, duschen gegangen und meine Unterhose hatte einen Knopf. Diesen Knopf habe ich zugemacht, aber man hat so ganz leicht etwas gesehen durch diesen Knopf, weil er anscheinend etwas auf war. Ich verstehe bis heute nicht wie. Er war nicht mal auf. Und meine Kumpels, als ich aus der Toilette rausgegangen bin, zwei Leute haben gesagt, dass sie anscheinend mein gesehen haben. Die haben alle geschrien und gesagt, oh mein Gott, wie klein. Und haben dann den ganzen Mädchen aus meinem Jahrgang damals gesagt, dass ich mein 2 Zentimeter groß ist. Und alle Mädchen dachten das bis heute. Ich finde bis heute 2 Zentimeter nicht klein. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kamen, dass 2 Zentimeter klein sind. Auf jeden Fall traumatisiert für ein Leben lang. Ja, Mini Winnie war mein neuer Name. Schließen wir das Video einfach ab. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. 4 Stories, so wie immer. Es gibt noch viel schlimmere Stories. Ich weiß, ich habe das letzte Mal schon gesagt. Aber guckt euch Schulstories 1 und 2 an. Das war schon abgefuckt. Aber ich habe noch viel schlimmere Stories. Wenn ihr wollt, dass ich die raushaue, ballert es in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Ballert das Video mit Likes voll. Ballert das Video mit Kommentaren voll. Dankeschön, Freunde, für euren Support. Ihr wisst gar nicht, wie dankbar ich euch bin, dass ich meinen Traum verwirklichen kann. Die nächsten Jahre und mit euch diesen Weg gehen kann. Ich weiß, hört sich ein bisschen kitschig an. Deswegen beenden wir lieber das Video, aber ich bin wirklich jedem dankbar. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? War ein geiles Video. Ich liebe euch alle und wie immer, falls die Mädchen das von damals sehen, ich habe mittlerweile nicht mehr 2 Zentimeter. Wirklich nicht.
unangenehm ist, aber auch versucht das irgendwie zu erklären, weil das ist ja Wahnsinn.